Niau, wir starten die neue Folge mit einem Blick auf die Charakterdaten. Ich möchte euch nur mal zeigen, wie eine wunderbar blau glitzernde Aura von uns ausgeht schon. Wir sind schon einiges gestiegen im Pfad der offenen Hand. Und ja, warum ich euch das zeige, ist eigentlich nur so aus Spaß an der Sache und vielleicht erinnert sich ein anderer später nochmal dran, wenn ich es dann nochmal zeige. Und nochmal, nein Quatsch, wir wollen natürlich gleich weitermachen. Denn hier war etwas, was auf uns gewartet hat. Wer kämpft denn hier? Hey! Oh. Geister gegen Assassinen und kaiserliche Wachen. Diese blöden Geister werden langsam lästig. Eine Zeit lang hat es Spaß gemacht, sie zu zerpflücken, aber jetzt artet es in Arbeit aus. Ich wünschte, man hätte uns statt an diesem Ort hier in Gaus Schlupfwinkel stationiert. Wir brauchen uns nicht mehr lange mit ihnen abzumühen. Inquisitor Lim will, dass wir die unergründliche Energiequelle zu Gaus Fertigungsstätte bringen. Wir müssen nur noch die Befehlsformel der Wächter am Damm ändern, bevor wir gehen. Ich habe die Befehlsformel doch heute Morgen erst zu Shao Hua geändert. Muss ich es jetzt noch einmal tun? Inquisitor Lim wünscht, dass die Befehlsformel für diese Wachgolems geändert wird, bevor wir die Energiequelle abliefern. Wollt ihr ihm wirklich sagen, dass ihr keine Lust dazu hattet? Gut, ihr habt mich überzeugt, gehen wir. Wir bleiben besser zusammen, auf dem Weg zum Damm lauern viele Gefahren. Gefahren? Wie Befehlsformeln, die den falschen Leuten in die Hände fallen? Oh Mist, ich glaube, sie haben uns entdeckt. Hallo? Nein, 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 mich schlägst du nicht weg. Hey, der andere rennt fort. Schnell hinterher. Wo ist der hin? Morgenstern, komm! Ist hier irgendwas? Nein. Hinterher. Nein, das tust du nicht. Nein. Ah! Er hat uns abgeschnitten, einfach so. Und er flieht. Können wir hier lang? Nein? Okay, wir müssen also dort lang. Ja, es hat wohl... Okay. Das... Oh, gut, dass das so geklappt hat. Stell euch mal vor, wir werden jetzt hier festgesessen. Oh, eine Falle. Wir wissen Bescheid. Können wir hier noch irgendwas anderes aufmachen? Ich weiß, wir sollten ihm möglichst schnell hinterherlaufen, aber ich habe so das Gefühl, dass das Spiel uns schon die Zeit hier lässt. Deswegen, ich will zuerst das Nicht-Tödliche aufmachen. Zack. Gut gemacht. Und wir wissen, hier ist die Falle. Deswegen wechseln wir schnell. Und wir nehmen das Lederhautjuwel. Habe ich es jetzt? Ja, sehr schön. Und zack. Wuha! Ein guter Sprung. Aber wir haben nur 52 Silber bekommen. Braucht ihr etwas? Ich werde gerne alles tun, was ich kann, um zu helfen. Ja, ich möchte jetzt nicht wissen, ob ich etwas bedrückt morgen stelle. Ich habe... Das war ein kleines Versehen. Bis bald. Ja, bis bald. Wir werden uns früher oder später sowieso noch oft genug unterhalten. Das zweifle ich nicht an. Und weiter geht es wieder mit dem Juwel der Diebe im Gepäck. Hier muss doch irgendwo dieser Lotus-Assine hingelaufen sein. Oh. Oh mein Gott. Mir wird irgendwie schwindelig. Ah. Ihr werdet von eurer Bestimmung getrieben. So wie das Wasser fließt, blutet. Habt ihr begonnen, euren Weg in Frage zu stellen? Er liegt im Dunkeln, ist versperrt, aber sorgfältig angelegt. Ihr seid auf diesem Weg, weil ihr geformt wurdet, aufgebaut. Und die Raubtiere sind fortgelockt worden, damit ihr vorbeikommt. Könnt ihr sehen, wie sich dieser Weg auf eure Beute zuschlängelt? Ihr sollt lernen, aber nicht zu viel. Sehen, aber nicht zu klar. Erfolg haben, aber nicht ganz. Wollt ihr damit sagen, dass ich irregeführt werde oder wurde? Um ein Ergebnis zu steuern, beeinflusst den Ursprung. Es ist gottgleich. Das arroganteste Vorgehen. Das ist es, was getan wurde. Ich werde schwächer. Doch hört mir zu. Ein Ende kommt, wie es kommt. Ihr würdet eurer Sache besser dienen, wenn ihr fragtet, wo alles begann. Fragt, warum der Pfad existiert, nicht wohin er führt.
Kümmert euch vorerst um euch selbst. Der Wächter, der euch erwartet, wird euch prüfen und lehren. Er ist ein Verbündeter. Einer, dem ihr trauen könnt. Erfüllt eure Bestimmung. Dann sehen wir uns wieder. Es ist wieder passiert, nicht wahr? Ihr habt etwas gesehen? Mir gefällt nicht, welche Wirkung dieser Ort auf euch hat. Lasst uns aufbrechen. Ja, anscheinend haben Morgenstern und Susi sich über meinen ersten Fall unterhalten. Sonst wüsste Morgenstern jetzt nicht davon. Diese blaue Frau. Den drachenartigen Clown. Aber gut. Miau. Miau und Bin dort unten. Es hat mich jetzt etwas aus dem Konzept gebracht. Wir werden irregeführt, wir wissen nicht alles, wir sollen nicht... Ja, wir sollen nicht darüber nachdenken, wohin uns dieser Weg führt, sondern warum er existiert. Ja, okay. Haben wir einiges zum Nachdenken. Ja, wollen wir mal sehen, wie es weitergeht hier. Es wird schnell gespeichert. Okay, das kann nur eins zur Bedeutung haben. Dort oben wartet etwas, jemand auf uns. Mal sehen, wer oder was das ist. Hey! Kleines Mädchen, toter Lotus-Assassine. Das ist sehr überraschend. Hey, was hast du gemacht? Ja? Dieses Mädchen hat etwas Seltsames an sich, das spüre ich. Ihre kindliche Erscheinung ist trügerisch. Bitte, wir hatten doch gerade eben erst ein kleines Mädchen, das ein bisschen seltsam war. Wieso immer die kleinen Mädchen? Wieso wecken die so einen Grusel in einem, wenn die sich seltsam benehmen? Diese kindliche Unschuld, in der sich etwas Böses verbirgt? Oh mein Mann, 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 Mann. Der Hüter kommt und er ist wütend. Dieser Mann hat ihn wütend gemacht und da hat der Hüter ihm wehgetan. Ihr solltet besser ganz schnell weglaufen, sonst wird er auch noch auf euch wütend. Ein Hüter? Was für ein Hüter? Und wer seid ihr? Das ist nicht wichtig. Nur der Hüter ist wichtig. Er wird sicher böse auf euch sein. Ihr solltet weglaufen, bevor er hier ist. Wer ist dieser Hüter? Oh, zu spät. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt weglaufen. Aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören. Jetzt ist der Hüter hier und er wird euch bestimmt wehtun, denn er ist furchtbar wütend. Ich möchte nicht, dass mir jemand wehtut. Hey, wo läufst du hin? Was ist hier los? Oh. Okay. Ein Hüter namens Chai Ka. Er scheint sich nicht zu bewegen. Doch, jetzt schon. Hallo. Sieht ein bisschen teuflisch aus. Hey, du. Lass Morgenstern in Ruhe. Hey. Oh, ich sollte das vielleicht übersetzen. Einen Moment. Euer Meister hat mich mit seinen Tricks überlistet. Aber das wird mir nicht noch einmal passieren. Das Juwel werdet ihr nicht bekommen. Und bevor ihr nun sterbt, seid euch gewiss. Ich werde jeden Lotus-Assassinen im Reich töten, bis ich das Amulett wiederfinde, das euer Meister mir gestohlen hat. Ihr könnt sprechen? Na, aber ich gehöre doch gar nicht den Lotus-Assassinen an. Nein! Ich will eure Lügen nicht hören. Ich werde mich nicht noch einmal täuschen lassen. Hey, nein, ich höre wirklich nicht den Lotus-Assassinen an. Komm schon. Nein, aua. Hey, das tut ganz schön weh. Mein Lieber. Wow. Au. Das hat sehr weh getan. Jetzt reicht's aber mal. Aua. Hey, Morgenstern. Pass auf. Der ist recht stark. Der ist nicht nur recht stark, der macht gut. Aua. Hey, Morgenstern, pass auf. Ich helfe dir. Aua. Der hat ganz schön... Nein!
Das kann nicht sein. Niemand kann mich besiegen. Selbst euer Meister, der Lotus Assassine, konnte mir das Amulett nur mit Hilfe einer üblen List entwenden. Seine Gefolgsleute haben sich zu Dutzenden auf mich gestürzt und mich abgelenkt, sodass er das Amulett stehlen und dann flüchten konnte. Aber ihr seid mir allein entgegengetreten, mit Morgenstern natürlich, und ihr könnt mich besiegen. Wer seid ihr? Ich bin Xie Geist. Ich bin der letzte Geistermönch. Kann das möglich sein? Seid ihr derjenige, auf den ich gewartet habe? Tatsächlich! Ihr seid hier! Ich habe gegen Los Assassin versagt, daher habe ich versäumt, euch zu prüfen. Ich warte nun schon so lange, und jetzt hätte ich wegen meines gekränkten Stolzes beinahe alles zunichte gemacht. Bitte vergebt mir, mein Herr, dieses Juwel, das ich bewacht habe, es ist für euch bestimmt. Nehmt es an euch und wisst, dass ich, Chai Ka, von nun an euer treuer Diener und Beschützer sein werde. Warum wollt ihr mir dienen? Was ich will, spielt keine Rolle. Eine höhere Macht hat mir diesen Auftrag erteilt. Ihr seid derjenige, für den ich hierher geschickt wurde. Ich muss euch also gehorchen. Ich habe einen Eid geleistet, dem rechtmäßigen Besitzer dieses Juwels zu dienen. Und der seid ihr. Ich bin verpflichtet, euch zu beschützen, damit ihr eurer Bestimmung folgen könnt. Ich bin Chai Ka, der Hüter des Himmelstors. In der Sprache eures Reiches würde man mich als Dämon bezeichnen. Mein Geist ist ruhelos hier und es gibt viele Dinge, an die ich mich nicht erinnern kann. Aber ich weiß, dass mein Schicksal mit dem euren verbunden ist. Euer Weg wird euch zu dem Amulett führen, das mir gestohlen wurde. Es gehört in eure Hände und ich hoffe, dort wird es auch bald sein. Oh, wir kriegen einen weiteren Begleiter, einen Dämon. Ob dieser Dämon uns jetzt immer nebenherläuft oder das Kind, denn in das Kind ist er hineingefahren, wie so ein, ja, wie man das vielleicht aus der christlichen Religion kennt, mit den Engeln, die in die Körper der Menschen kommen, obwohl das vielleicht so jetzt nicht direkt im Religionsunterricht erzählt wird. Na, aber es ist mir eine Ehre, euch jetzt Begleiter zu haben, Chai Ka. Die Ehre liegt ganz bei mir, mein Herr. Meine Aufgabe ist es, euch bei der Erfüllung eures Schicksals zu unterstützen. Und ich werde mein Bestes ergeben, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ich glaube, dieses Rrr passt ganz gut zu ihm. Das behalte ich mal so. Der gute Chai Ka. Rrr. Ja, wer war dieses Mädchen, Chai Ka? Das Mädchen, mit dem ihr vorhin gesprochen habt, heißt Wildblume. Sie ist mein Anker in eurer Welt, und nur durch sie kann ich hier existieren. Sie ist etwas Besonderes. Ohne sie könnte ich das nicht zwischen eurem Reich und dem meinigen nicht überwinden. Mit ihr als Hülle kann ich in dieser Welt Gestalt annehmen. Ist sie eine Zauberin? So eine Art, Medium? Nein, sie beherrscht keinerlei Magie. Sie ist meine Verbindung zu eurer Welt. Sie ist ein Anker, der mich in eurem Reich festhält. Ohne sie könnte ich hier nicht existieren. Ich beschütze Wildblume vor allen Gefahren, und sie ermöglicht es mir, meine Aufgabe zu erfüllen. Wir sind zwei getrennte Wesen, und doch sind wir in vielem eins. Ich würde es euch gerne besser erklären, aber es ist schwierig, in Worte zu fassen. Okay, wenn ihr mich begleiten wollt, dann lasst uns aufbrechen, Chai Ka. Wenn ihr keine weiteren Fragen habt, gern. Ja, für Fragen wird später noch genügend Zeit sein, denn hiermit begrüßen wir auch einen weiteren Gefolgsleutemann. Yay, noch mehr Gruppenmitglieder. Nein, ich möchte wirklich nichts weiter fragen. Wie gesagt, wir haben viel Zeit dazu. Ich kann euch nicht wirklich folgen. Ich existiere nur in Wildblume und kann lediglich für kurze Zeit Form annehmen. Aber sie wird euch begleiten. Und ich mit ihr. Ching. Der Hüter möchte, dass ich euch das hier gebe. Der Mann dort hatte es bei sich. Es ist eine unergründliche Energiequelle. Der Hüter meint, dass ihr sie vielleicht brauchen werdet. Ja, das klingt annehmbar.
Okay, aber warum kommt ihr fortsetzen? Sie spricht doch unsere Sprache. Oder tut sie das nicht? Aber im Hintergrund ist ein Äffchen! Ein Äffchen! Yee! Die sind überall. Ja, aber diese unergründliche Energiequelle, wo wir doch mal gerade davon sprechen. Was ist denn das? Weißt du da irgendwas? Der Hüter weiß nicht, wozu sie dient. Aber er weiß, dass sie wichtig ist. Warum sonst sollte der Mann sie bei sich gehabt haben? Ihr solltet sie an euch nehmen. Okay, das ist eine... Der Hüter sagt, dass wir jetzt nicht mehr hierbleiben müssen, sondern euch stattdessen begleiten sollten. Seid ihr damit einverstanden? Okay, das war vorhin eine, ja, makellose Logik. Ja, sie wird wohl wichtig sein. Okay. Aber ja, damit bin ich einverstanden. Ihr könnt mit mir kommen. Klasse. Ich mag euch nämlich. Und der Hüter mag euch auch. Okay, dann beruht das auf Gegenseitigkeit. Ja, aber... Sollen wir sie zurückschicken? Obwohl, ich glaube, ich würde die mal gerne mitnehmen. Ihr bestimmt auch. Mal sehen, was die beiden so können, oder? So einen Dämon bei sich zu haben, ist doch klasse. Vielleicht können wir dann zusammen dämonmäßig abgehen. Ich als, wir als Krötenhulk und er als Hüter des Himmelstores. Klingt doch gut. Ich bin schon ganz aufgeregt. Oh ja, ich auch. Schwaches Gelehrtenjuwel und eine unergründliche Energiequelle. Ja, ja, diese Gelehrtenjuwele sind, suboptimal, momentan für uns. Und an dieser Stelle sag ich mal, ciao ciao, denn die Folge endet hier. Und wir sehen uns in der nächsten, in der es sehr spannend weitergeht, in den Ruinen von Tiens Anleger. Bis dann!